Der prüfende Blick in den Tank. In diesem wird derzeit Handdesinfektionsmittel hergestellt. Eine große Hilfe in der derzeitigen Situation. Gleichzeitig auch eine große Veränderung für den Chemiekonzern BASF. Wir sind richtig gut da drin, große Mengen herzustellen, aber für diese Desinfektionsmittel in Krankenhäusern, da bräuchte man ja eher kleinere Abpackungen, also keine Tankzüge, sondern eher so 5 oder 10 Liter Kanister. Und das ist für uns schon eine kleine Herausforderung gewesen. Doch durch die diversen Anfragen der Krankenhäuser aus der Region setzen sie alle Hebel in Bewegung, um die Aktion Helping Hands umzusetzen. Eine Ausnahmegenehmigung vom Gesundheitsamt und dem Land Rheinland-Pfalz hatten sie schnell in der Tasche. Für die Produktionsortfrage gab es keine langen Dienstwege. Es war ein Anruf von einem Kollegen, der uns gefragt hat, ob wir da spontan reagieren könnten. Als Forschungstechnikum sind wir gewöhnt, spontan auf Anfragen zu reagieren. Und so haben wir dann schnell 2 Anlagen präpariert. Parallel läuft aber der Normalbetrieb der BASF weiter. In der Regel produzieren sie am Standort Ludwigshafen nur die Rohstoffe für die großen Desinfektionsmittelhersteller. Von diesen konnten sie für das Projekt aber mehrere Tonnen umdisponieren. In den 2 umfunktionierten Anlagen wird das Handdesinfektionsmittel produziert. Nach dieser Station läuft es übers Band beim Abfüllen, um dann in der Logistik versendet werden zu können. Also aktuell haben wir schon einige 1000 Liter hergestellt und die verteilt. Und wir planen das auch in den nächsten Wochen respektive Monaten weiterzumachen. Seit Donnerstag begann der Chemiekonzern mit der Produktion im Technikum von kostenlosen Handdesinfektionsmitteln. Einen Tag später konnte sogar direkt das erste Krankenhaus, das Theresienkrankenhaus in Mannheim, beliefert werden. Jetzt beliefern sie weitere Kliniken in der Region. Durch die begrenzten Produktionsmöglichkeiten bleibt in Zukunft auch der Fokus auf der Metropolregion. Ohne die Spontanität und Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter ein Ding der Unmöglichkeit. Die Mitarbeiter sind begeistert, die helfen uns, wo sie können. Und wir haben auch am Wochenende jede Menge Zuspruch von Leuten, die sagen, Mensch, was können wir tun und wo können wir beitragen? Ein wichtiger Zusammenhalt und Beitrag, der vielleicht die Nachfragesituation in der Ronn-Region etwas entspannen kann.